Hallo und herzlich willkommen zum Chirurgie-Simulator. Ja, ich habe mir so eine kleine Simulator-Collection gekauft und ich dachte mir, da gehen wir jetzt mal rein. Das hier sieht schon sehr lecker aus. Verkehrsunfall. Ich habe das Tutorial schon mal gemacht, damit wir gleich in die interessanten OPs starten können. Die Bilder sehen aber richtig... Ich würde sagen, wir gehen hier einfach der Reihe nach durch. Und fangen mal mit dem harmlosen Verkehrsunfall an. Auch wenn die ganze Nummer hier stabil ist. Ich habe mich hier schon so ein bisschen umgeschaut. Wir sind hier in einem Raum. Das Spiel läuft übrigens geil. Ich habe einfach mal 2000 FPS. Davon ab. Ja. Rasierer. Wir wollen ja erstmal den guten Herrn hier. Eine schnittige Wundenfrisur bereiten. Das macht man hier ganz ordentlich. Man kann hier ruhig so wischen. Man muss nämlich auch wirklich sehr, sehr kleinschrittig arbeiten. Man muss nur aufpassen, dass man nichts aufreißt. Das wäre ekelhaft. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Man hätte das natürlich lesen können, aber das ist zu einfach. Okay. War sogar richtig, das Desinfektionsspray. Damit können wir jetzt die... Boah, schön in die Wunde. Das brennt ja auch überhaupt nicht. Das tut bestimmt gut. Ja... Kann man denn ja sonst noch so machen? Sollen wir die mal aufschneiden? Na, eigentlich ist das ja schon auf. Was machen wir denn dann jetzt? Ich sollte das vielleicht immer lesen. Das wäre vielleicht ganz schlau. Aber das ist übrigens die Frau im schwarzen Anzug, die das Gesicht von der kann man leider nicht sehen. Die entscheidet über Tod oder Sieg in unserem Spiel hier. Die sitzt nämlich am Narkosegerät und wenn die Dosis übertreibt, dann haben wir ein Problem. Ja, was können wir denn sonst noch? Ich kann hier irgendwie Sichten ändern. Da können wir hier Fehler. Dürfen mit dem Patienten Desinfektionsspray in die Augen sprühen? Nein, schade. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal den Nadelhalter. Und dann wird Dr. Guden mal ein paar Nähte platzieren. Da habe ich auch eine Geschichte damals, als ich noch, ich weiß gar nicht, 5, 6 Jahre alt war. Ich habe nämlich eine Narbe am Kinn, aber die sieht man nicht mehr, weil ich halt da noch sehr jung war, als ich die bekommen habe. Da habe ich immer mit ein paar Freunden so Fahrradrennen, also richtig sportlich durch die Straßen. Und dann habe ich mal eine Kurve ein bisschen tief genommen und dann, ja, schön über den Kinn abgeschrappt und so. Und dann habe ich da auch heute noch eine Narbe. Hey, war's das schon? Müssen wir wahrscheinlich schon wieder zum Instrumententisch. Was nimmt man denn? Wir haben jetzt das jetzt zugenähten Verband, können wir drum wickeln, würde ich sagen. Fehler. Hey, ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser, wenn ich ab sofort übernehme. Hey, wenn Sie weitermachen, bringen Sie noch den Patienten um. Hey, ich wollte doch nur verbinden, das war doch vollkommen logisch. Karrierewechsel, guten Tag. Ey, frech sowas. Also das ist Appendektomie. Ich habe Angst. Darf ich überhaupt auf Start drücken? Oder muss ich das erste erst geschafft haben? Ich muss das erste erst geschafft haben. Oh. Wie hatten wir das? Erstmal rasieren. Wischiwaschi, 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 wischiwaschi. Das erinnert mich an dieses Spiel. Kennt einer von euch noch iToy? Das war damals so eine Kamera für PlayStation 2, wo es dann so Spiele gab wie Wischiwaschi. Und da musste man dann vor dem Monitor, also die Kamera hat einen ja dann aufgenommen, und da musste man hin und her springen und so. Sehr gut. Schön. Auf jeden Fall musste man hin und her springen und sozusagen den Display wischen. Das war immer sehr interessant. Aber erstmal legen wir jetzt mal hier so ein paar Verbindungen. Ja. Sehr sauber gearbeitet. Ja. Einen kleinen Fehler. Kann schon mal passieren beim Nähen, wenn man denn dann mal schön die Nadel ins Fleisch sticht. So. Solange wir hier nicht schon wieder gekündigt werden. Greifen Sie wieder zum Infektionsspray. Was sollen wir denn damit jetzt? Ich habe alles hier wunderschön gemacht. Ah!
Der ist aber fleischig, Mensch. Ich weiß nicht, ich kann das eigentlich ganz gut haben, wenn ich selber Wunden habe, aber andere Leute so Wunden, da stehe ich nicht so drauf. Schürfwunden verbunden werden. Ah, okay. Also jetzt können wir hier den Verband drumhauen. Oh. Ja. Also ich muss hier genau das nachzeichnen, sonst kriege ich einen Fehler. Und das Miese ist, ich habe eine Funkmaus und die hat alle paar Sekunden so einen kleinen Nano-Abbruch, weil die schon uralt ist. Und das Nervige ist, dass das bei solchen Aufgaben, so wie jetzt, Fehler hervorrufen kann. Und wenn wir wegen diesen Fehlern die OP nicht machen können, wäre das verdammt schade. Ey! Das war jetzt zum Beispiel wieder so ein Mikroabbruch, weil ich glaube, ich war sehr genau auf der Linie. Aber hier noch eine Linie, dann sollten wir es eigentlich geschafft haben. Und noch einen. Die wollen das hier aber auch tausendfach verbunden haben. Hey. 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 Ach, der Ganze darf nur so und so viel Millimeter. Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Also ab und zu ist das Spiel echt ein bisschen tricky. Wir kriegen auf jeden Fall Punkte für eine OP. Das ist also anders als in echt. In echt kriegen wir ja einen Highscore und hier kriegen wir Punkte. Also die echten Ärzte. Andere Leute können erzählen, was sie wollen. Als Arzt bekommt man einen Highscore. Der Guden hat übrigens 4.500 Punkte geholt und der André nur 4.000. Rebecca hat auch nur 3.500. Also ihr könnt euch das hier angucken. Aber ich möchte jetzt gerne frischen Aufschnitt hier machen. Das kann ja spannend werden. Herr Z leidet nach Genuss eines Chili con Carne am Vortag unter zunehmenden, zeitweise krampfartigen Bauchschmerzen. Ja, das soll eigentlich reichen. Ich habe keinen Bock, das komplett zu lesen. Was müssen wir denn hier machen? Zuerst müssen Sie wie gewohnt in den OP-Bereich definieren. Und jetzt wird's lecker. Desinfektionsmittel. Irgendwie erinnert mich das gerade so ein bisschen vom Bauch her an eine römische Statue, so richtig wie in Ton, die Muskeln. Was nehmen Sie dazu? Skalpell. Also wir schneiden den jetzt nicht echt den Magen auf. Nee. Dr. Skalpell, bitte. Was wählen Sie den Rauxhaken aus? Das wollen wir da nicht echt mit einem Haken rein. Das ist doch ekelhaft. Wow. Nee, ne? Man haut ja jetzt nicht so eine Metall. Huhu! Aua! Huhu! Diese Standard, wo sie normalerweise zum sicheren Fassen von Strukturen verbraucht, zum Durchtrennen lockeren Gewebes. Sorry. Was sollten wir jetzt nehmen? Ich soll die Krankenschwester fragen, was los ist. Wenn ich ein Problem habe. So. Im nächsten Schritt müssen Sie das blinde Gewebe durchtrennen. Nutzen Sie dazu den Overhold. Malheur. Wow. Seht ihr das im Foto? Das wird echt. Fassen Sie nun die Appendix-Spritze mit der Knocherklemme und heben sie vorsichtig. Fassen Sie nun den Appendix mit der. Okay. Wenn ich das richtig gesehen habe, brauchen wir das hier. Dieser Schnitt ist schwierig. Gehen Sie also mit Bedacht vor. Ja. Oh.
Der hat Würstchen im Bauch. Ja. Das Spiel hat sich gelohnt. Wählen Sie dazu die Nacht, Nahtzange und, okay, die Nahtzange, wo ist denn die Nahtzange? Jo, ey. Achso, ja klar, das ist der Blinddarm, aber ich, das sah im ersten Moment so aus wie so ein Thüringer Rostbratwürstchen. Muss jetzt zugezogen werden. Die Nahtzange. Hä? Operation fehlgeschlagen? Oh, ey, der hat ein bisschen hohen Wert. Beim nächsten Mal sollten wir wohl die Herzfrequenz im Auge behalten. Das heißt, wir sollten schneller vorgehen. Was bedeutet, wir fangen an mit Desinfizieren? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das muss jetzt hier blitzeschnell gehen. Wir müssen schneiden ja auch in diesem Bereich hier, dann passt das. Was hatten wir dann? Skalpell schon? Ja, jetzt kommt die Millimeterarbeit. Gut. Den Rucksack. Ich mache das jetzt immer ein bisschen schneller, wenn ich mal verkackt habe. Einfach damit ihr nicht darunter leidet. Was brauchen wir jetzt? Overhaul-Klemme, oder? Soll ich einmal drauf ankommen lassen? Ja. Oh. Ist auch mies, wenn dir da ein Fehler passiert als Arzt. Ist generell... Also ich mache mich nicht über Ärzte lustig mit diesem Let's Play hier. Das habe ich ja auch schon erlebt, dass einige dachten, ich mache mich mit einem Let's Play über jemanden lustig. Also über eine Art, was weiß ich, über die Truckfahrer mit dem Euro-Truck-Let's Play und so. Aber nein, ich habe davor größten Respekt, wenn so ein Würstchen aus dem Bauch guckt. Nun, wie öffnen Sie den Strumpf, Verschleiß, solange Nahtzange brauchen wir. Klock, klock. So. Wieder die Nahtzange. Okay. So. Aua. Ist auch noch abgedrückt. Wählen Sie das Skalpell und klicken Sie dann erneut auf den Patienten. Ich will gar nicht wissen, was wir da jetzt rumschnibbeln. Operation fehlgeschlagen. Ach, ich wollte euch die Werte im Auge behalten. Mann. Das heißt, wir müssen nochmal. Ich bin aber auch ein Profi. Zumindest kenne ich, glaube ich, bald die Reihenfolge auswendig, was uns dann einen Geschwindigkeitsvorteil bringen sollte und unseren Score bestimmt unglaublich in die Höhe reißt. So, dann haben wir Skalpell, oder? Dr. Skalpell, bitte. So, die Haupthaken, die kennen wir ja schon, die haken wir immer gut ein. So, zwei Stück an der Zahl und dann geht's wieder los. Mit der Kocherklemme. Nee. Nahtzange. hallo? Overhaul-Klemme, genau. Noch geht übrigens um die Vitalfunktion, das ist alles in Ordnung. Wir sollten das also dieses Mal eigentlich schaffen, wenn wir denn halbwegs mitdenken. Dieses Mal haben wir aber... Ich klicke immer noch hier auf den Text. Kocherklemme. Boah, ich will ja echt nicht Arzt sein, weiß nicht. Ich möchte diese Verantwortung nicht wissen. Wenn man hier irgendwie einen falschen Schnitt macht, dann hat der Mensch, der hier auf dem Tisch liegt, aber mal richtig Malheur.
Nerdzange. Ja. Und nochmal die Nahtzange. Und. Hä? Lecker. Klicken Sie auch noch auf den. Wählen Sie das Skalpell, okay. Also jetzt wieder bei den Schnitt. Oh, oh, ich sehe da gerade was. 40 und 60 ist gut. Man muss das genau auf 1 einpegeln. Das sind so Infusionsmengen. Also was für Medikamente man den so. Verabreicht. Was ist denn hier los? Hä? Das verstehe ich nicht. Freies Spiel, was können wir denn hier machen? Nö, da dürfen wir gar nichts machen. Naja, ich würde sagen, ihr schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dann nochmal so ein Video hier haben wollt zu diesem Spiel. Denn dann werde ich vielleicht nochmal was machen. Ich finde das Spiel eigentlich ganz lustig. Ich müsste das nur mal ein bisschen mehr üben, damit das mehr Sinn macht. Und ja, vielleicht hat es euch ja gefallen. Dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann über eine negative. Und ja, wir sehen uns.